ist gerade in seinem eleganten Wagen vorgefahren. Verschwende! Du hast mir alles genommen! Mein Haus, meine Frau, mein Geld! Alles! Schmeckt ganz gut. Durchaus, durchaus. Nur ein bisschen angebrannt. Sie haben einen ganz außergewöhnlichen Ehemann. Ich verbiete Ihnen, mich zu lieben! Was ist nur mit Paul? Er wirkt so nervös. Ach ja? Ich schlage ihm die Zähne ein, Paul! Oh, oh. Ja, Gaspar, der Liebling der Damen. Sie sind ein wunderbarer Mann. Ja, ein wunderbarer Mann. Mit einem Alltagsgesicht. Ein gutmütiger Clown. Gemischtes Doppel. Doch wer spielt zusammen? Gegen wen? Du fühlst dich genauso unglücklich wie Marie, denn sie ist doch immer unsterblich in mich verliebt. Sei vorsichtig, wenn du durch die Klippen fährst. Ich bin noch nie in meinem Leben aufgelaufen. Raus mit dir. Ich bin noch immer der Ältere, der Erstgeborene. Gaspar! Zwei ungleiche Brüder. Paul lebt als biederer Lehrer in der Bretagne. Gaspar als erfolgreicher Schriftsteller in Paris. Sie tauschen ihre Berufe, ihre Häuser und ihre Frauen. Einer schlüpft in die Haut des anderen. Ist das der Schlüssel zum Paradies? Gemischtes Doppel. Eine rasante Komödie von Philippe de Broca.